Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Körperforum zu unserer Veranstaltung Werte und Interessen in der deutschen Außenpolitik. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Denken Sie manchmal auch, früher war alles besser? Früher war vielleicht nicht mal alles besser, aber es war auf jeden Fall ganz anders wie heute. Gehen wir mal so gute 200 Jahre zurück. Da tagte in Wien der Wiener Kongress 1814-15. Damals verhandelten die europäischen Großmächte, vertreten von Staatsmännern wie Fürst Metternich oder Talleyrand, die Neuordnung Europas nach der Niederlage von Bonaparte. Hauptsächlich ging es um Territorialfragen, Ausgleich von Machtinteressen. Werte spielten damals keine Rolle. Heute sieht die Welt ganz anders aus. Natürlich gibt es immer noch ein globales Geflecht an nationalen Interessen, aber es gibt auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO-Vollversammlung von 1948. Viele Politikerinnen und Politiker haben sich auf die Fahne geschrieben, der Geltung von Menschenrechten mehr Geltung in der Welt zu verschaffen. Und die deutsche Außenministerin spricht von einer wertebasierten Außenpolitik. Gleichzeitig müssen wir feststellen, an vielen Orten der Welt werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Und die meisten Länder verbieten sich auch eine Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Gleichzeitig verbindet uns eine Vielfalt von Interessen mit diesen Ländern, politisch, wirtschaftlich, strategisch. Frage: kann man in der heutigen Welt Werte und Interessen überhaupt in Einklang bringen? Zwei Beispiele. Beispiel 1: Ukraine. Ist es in unserem Interesse, die Ukraine zu verteidigen, weil wir sonst vielleicht als Nächstes dran sind? Haben wir ein Interesse daran, dass die Ukraine den Krieg gewinnt? Was heißt das überhaupt? Oder dass sie wenigstens den Krieg nicht verliert? Was würde das überhaupt bedeuten? Welches Maß an Unterstützung ist überhaupt in unserem Interesse? Ist bedingungslose Unterstützung nicht vielleicht sogar gefährlich, weil sie eine Eskalation des Krieges zwischen Russland und der NATO provozieren könnte? Oder sind wir vielleicht aus moralischen Gründen, aufgrund unserer Werte, dazu verpflichtet, dem Opfer der russischen Aggression mit aller Macht zu helfen, sich zu verteidigen? Oder sollten wir aus einer pazifistischen Grundeinstellung heraus den Einsatz militärischer Gewalt in jedem Fall ablehnen und ausschließlich auf Gespräche und Diplomatie setzen? Beispiel 2, China. China ist unser größter Handelspartner. Viele Arbeitsplätze in Deutschland hängen von diesem wirtschaftlichen Austausch mit China ab. Und ohne eine Zusammenarbeit mit China kann man auch den weltweiten Klimawandel nicht bekämpfen. Gleichzeitig könnten unsere politischen Systeme nicht unterschiedlicher sein. Demokratie auf der einen Seite, Einparteienherrschaft auf der anderen Seite. Also beim Thema Werte, politische Freiheiten kommen wir da nicht mehr zusammen. Wie sollte also das Verhältnis zwischen Werten und Interessen in der deutschen Außenpolitik ganz konkret aussehen? Müssen wir uns immer entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen, oder gibt es auch eine Symbiose oder ein sowohl als auch? Und wie ist das eigentlich? Ist derjenige, der eine Interessenpolitik vertritt, immer zynisch und derjenige, der auf Werte pocht, naiv? Unsere Gäste heute Abend auf der Bühne sind weder zynisch noch naiv. Deswegen bin ich unglaublich gespannt, was Sie zum Thema Werte und Interessen in der deutschen Außenpolitik zu sagen haben. Sie stehen auch für zwei Generationen. Der eine hat 1946 sein Abitur gemacht, die andere 1997, ein halbes Jahrhundert später. Der eine hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, die andere ist in die Schule gekommen, als die deutsche Einheit vollendet wurde. Ich begrüße zunächst ganz herzlich unseren ehemaligen ersten Bürgermeister Klaus von Donani. Klaus von Donani bedarf in Hamburg keiner weiteren Vorstellung. Er ist eine Stimme, die immer gehört wird. Und Sie können sich vorstellen, das Körperforum war diesmal auch sehr, sehr schnell ausgebucht, als wir die Veranstaltung online gestellt haben. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Nationale Interessen, das noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine vollendet wurde. Da geht es um Europa,
um transatlantische Beziehungen, um unser Verhältnis zu Russland, zu China, den Klimawandel und vieles mehr. Und mich würde natürlich wahnsinnig interessieren, Herr von Dohnányi, wie Sie im Lichte der heutigen Ereignisse die eine oder andere Stelle in Ihrem Buch schreiben würden, ob Sie sie anders schreiben würden oder nicht. Vielleicht hören wir darüber heute Abend auch noch etwas mehr. Es ist uns jedenfalls eine große Freude und Ehre, dass Sie heute Abend bei uns sind. Mit ihm debattieren wird Jana Poljerin. Sie ist Senior Policy Fellow und Leiterin des Berliner Büros des renommierten Thinktanks European Council on Foreign Relations. Sie ist Expertin für alle Fragen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, transatlantischen Beziehungen und hat die Debatte zur Zeitenwende in Berlin maßgeblich mitgeprägt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jana Poljerin nicht mit allem einverstanden ist, was Klaus von Dohnányi in seinem Buch geschrieben hat. Liebe Frau Poljerin, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Matthias Iken, stellvertretender Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, wird uns durch den heutigen Abend führen. Schön, dass Sie das übernehmen. Schön, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, Sie kennen das bei der Körperstiftung, da kann man immer auch Fragen stellen. Diese Möglichkeit sollen Sie heute auch ausreichend haben. Dazu können Sie sich ganz traditionell nachher in der Fragerunde einfach per Handzeichen melden oder wenn Sie uns im Livestream folgen, können Sie auch eine Frage stellen auf www.menti.com und einen bestimmten Code eingeben. Ich lese den jetzt einmal vor, aber der wird nachher auch nochmal eingeblendet. 8356932. Das können Sie natürlich auch machen, wenn Sie schüchtern sind und sich hier nicht melden wollen, können Sie Ihre Frage auch auf www.menti.com eingeben. Ich wünsche uns allen einen spannenden, inhaltsreichen Abend. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Schön, dass Sie da sind. Und Herr Dohnányi, Frau Poljerin, Herr Iken, the floor is yours. Dankeschön. Dann habe ich Sie am besten im Blick. Ja, auch von mir einen herzlichen guten Abend. Schön, dass es hier so voll ist. Das zeigt, dass unser Thema sehr aktuell ist. Ist ja so ein bisschen, habe ich heute gedacht, als ich am Ballindamm vorbeifuhr. Der alte Spruch von Albert Ballin. Nicht mein Feld ist die Welt, heute ist unser Feld die Welt. Und zwar eine Welt, die ja viele Konflikte in den letzten Monaten und Jahren neu hinzubekommen hat. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich hier zwei kompetente Diskutanten habe, die sich wahrscheinlich gleich in die Haare kriegen, sodass ich mich etwas zurücklehnen kann und dann einfach. Das ist eine Chance bei mir, also. Aber vielleicht machen wir den Anfang bei unserem ehemaligen Bürgermeister, bei Klaus von Dohnányi. Sie haben ja lange Zeit auch als Staatsminister im Auswärtigen Amt sich wirklich hauptberuflich um die Außenpolitik gekümmert und haben jetzt in Ihrem Buch Nationale Interessen eigentlich nochmal den Rückgriff gemacht. Und ich bin mir relativ sicher, viele von Ihnen haben das Buch gelesen. Es ist ja, wie Herr Paulsen vorhin auch schon sagte, kurz vor dem Ausbruch des Krieges, vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine erschienen. Und wenn man das heute so liest, die Thesen, mehr Nachsicht mit China, eine neue Entspannungspolitik mit Russland, mehr Distanz zur US-Politik, ein Europa der Eigenverantwortung, klingt das nicht mit den Bildern des Überfalls im Kopf inzwischen überholt? Meinen Sie jetzt mich? Ja. Die also, Thesen Ihres Buches, meine ich. Also, ich finde nicht, dass das überholt ist, weil im Grunde genommen ist mein Ziel mit diesem Buch ja gewesen, darauf hinzuweisen, dass eine gewisse langfristige Entwicklung amerikanischer Außenpolitik, ich will ja nicht nur bei Vietnam beginnen und über Irak und Syrien und so weiter immer weiterführen, Europa in eine Gefahrenzone bringen wird. Das war das Hauptziel meines Buches. Und dass unsere nationalen Interessen daran bestehen, in größerem Umfang einen eigenen Weg der Außenpolitik und der Sicherheit zu gewinnen.
Und das habe ich schon gesagt, bevor Macron das jetzt sagt. Aber ich finde, es ist auch völlig logisch und unvermeidlich. Es gibt ja den schönen Satz, souverän ist, wer den Ausnahmezustand bestimmt. Den Ausnahmezustand in Europa bestimmen die USA, und zwar ausschließlich. Wir haben überhaupt nichts zu sagen. Wenn die USA sich dafür entscheiden würden, zum Beispiel mit Iran jetzt einen Krieg anzufangen, dann müssten wir das eben ertragen, was immer da die Folgen wären. Und wenn wir nachher noch Zeit dafür haben, in gewisser Weise galt dieses Verhalten der USA auch im Fall der Ukraine. Und deswegen würde ich das Buch nicht neu schreiben müssen, aber ich würde gerne, wenn ich die Kraft dazu hätte, eine Ergänzung, ein zweites Buch dazu schreiben, nämlich zu sehen, wie sehr ich leider recht gehabt habe. Wo haben Sie denn nicht? Wo würden Sie denn sagen, haben Sie vielleicht doch falsch gelegen? Weil die Rolle von Wladimir Putin klingt ja heute eher etwas weich gezeichnet, wenn man sieht, was passiert ist. Naja, Putin ist natürlich so wie alle auch ein Ergebnis der eigenen Außenpolitik und ein Ergebnis der Innenpolitik. Und auch Putin ist natürlich nicht völlig frei. Und wenn William Burns, der langjährige Botschafter der USA in Moskau und heute der Chef des CIA, also des Geheimdienstes von Biden, 2019, das ist ja nicht so lange her, geschrieben hat, dass er in Russland niemanden getroffen hätte, keinen Russen getroffen hätte, der die Frage der Ukraine als Sicherheitsproblem für Russland nicht teile. Also dass das eine russische Überzeugung sei und nicht eine Überzeugung nur von Putin, dann würde ich meinen, muss man auch Putin versuchen, aus diesem Zusammenhang zu verstehen, dass er den Krieg angefangen hat und dass jeder Krieg ein Verbrechen ist. Das ist ja völlig unbestreitbar. Aber jede Seite hat eben ihre Sicherheitsüberlegungen und diese Überlegungen haben natürlich beide, die USA und Russland. Und ich habe, Frau Polgerin weiß das natürlich noch besser als ich, vermute ich. Es hat ja in den USA vor ungefähr 20 Jahren eine Kommission gegeben, einberufen auf Wunsch von Präsident George W. Bush, mit der Bitte mal festzustellen, was hat eigentlich zu dem Irakkrieg geführt, warum? Und abgesehen davon, dass diese Kommissionsergebnisse gezeigt haben, dass der amerikanische Geheimdienst eine unglaublich ineffektive und törichte Organisation ist. Also das schreibt die Kommission wörtlich so, ja. Also unvorstellbar, was die für Fehler gemacht haben und nicht gesehen haben. Aber Bush selber ist als Zeuge aufgetreten. Jetzt ist das declassified worden, also man kann es jetzt sozusagen lesen, weil es nicht mehr geheim ist. Und da sagt Bush etwas sehr Interessantes. Er sagt, wir haben den Irakkrieg nicht wegen Öl, wie manche meinen, oder sonst was angenommen, sondern aus einem einzigen Grunde, weil wir Angst hatten, dass das, was mit 9/11 passiert ist aus Afghanistan, auch passieren könnte aus Irak unter Hussein. Es war also eine Sicherheitsreaktion sozusagen, die eine Vermutung war. Und wenn man Putin keine Vermutungen zugesteht, dann ist das, finde ich, ein Fehler. Und wenn er immer gesagt hat und alle Russen gesagt haben, also die Ukraine darf nicht voll in amerikanische Hände geraten und der Westen das überhaupt nicht berücksichtigt hat, überhaupt nicht beachtet hat, sondern so getan hat, als ob es völlig selbstverständlich sei, so selbstverständlich wie dass China sich nicht an Kuba beteiligen kann für die Amerikaner, dann muss man versuchen, die Dinge doch nochmal zu überlegen. Und ich glaube, es ist nicht richtig, wenn man die Ursachen von Kriegen erst nach 40 oder 50 oder 60 Jahren den Historikern überlässt. Auch Zeitgenossen sind dafür verantwortlich, weil es nämlich Möglichkeiten gibt, dann vielleicht auch wieder aus dem Krieg herauszukommen. Ja, das ist vielleicht eine schöne Überleitung zu Frau Polgerin. Wie würden Sie denn die Ursachen deuten, die zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine geführt haben? Ich vermute, Sie setzen etwas andere Schwerpunkte.
Ja, in der Tat. Aber ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich hier eingeladen bin. Herr von Donani hat im Vorgespräch gesagt, sein Buch ist ein Debattenbuch. Es soll Debatten anregen, es soll diskutiert werden. Und ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich habe großen Respekt vor dem Buch. Ich habe es sehr gerne gelesen. Es gibt Dinge, die ich teile, es gibt Dinge, die ich nicht teile. Aber ich finde es vor allen Dingen schön, dass wir das zum Anlass nehmen, um Dinge ganzheitlich zu betrachten. Mein Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine ist etwas anders, wobei ich gar nicht sagen würde, dass es keine Fehler gab, die die NATO gemacht hat in den 90er Jahren. Da, finde ich, können wir absolut drüber sprechen, dass Dinge anders hätten laufen müssen, dass man vielleicht auch grundsätzlich von Missverständnissen ausgegangen ist in der jeweiligen Wahrnehmung, also dass ich glaube, wir, was Russland wollte, im Westen nicht wirklich verstanden haben und umgekehrt auch nicht. Gleichwohl glaube ich, dass die Wurzel dieses Krieges nicht in einer primär Sicherheitsfrage liegt. Also dass es nicht primär darum geht, dass Russland Angst hatte vor der Ukraine oder vor amerikanischen Stationierungen in der Ukraine. Ich glaube, dass dieser Krieg vor allen Dingen Ausdruck ist eines Bildes, eines Geschichtsbildes, was Wladimir Putin hat über Russland, was man ganz gut studieren kann, wenn man einen Artikel liest, den Wladimir Putin im Sommer 2021 geschrieben hat, oder auch zuvor im Jahr 2020 schon mal einen Artikel, wo er über das Ende des Zweiten Weltkriegs geschrieben hat. Da liest man von einem Russland, von einer Idee eines Russlands und der Ukraine, die im Grunde genommen ein Volk sind. Das steht in dem Aufsatz wörtlich so drin, dass die Ukraine quasi kein eigenes Volk oder keine eigene Nation ist, sondern im Prinzip vom Westen und von diesem westlichen Regime in einer Art Geiselhaft genommen wurde und dass eigentlich die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger im Geiste mit ihren russischen Nachbarnseelen verwandt sind. Und dieser Gedanke, dass die Ukraine kein eigenes Volk ist, keine eigene Kultur, kein eigenes Selbstbestimmungsrecht hat, zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Aufsatz. Und auch wenn Sie die Reden hören, die zum Beispiel Wladimir Putin am 21. Februar 2022, also drei Tage vor dem Überfall, gehalten hat, dann kommt dieses Geschichtsverständnis da sehr durch. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor, den ich sehe, ist, dass es sehr viel auch um ein innenpolitisches Problem geht oder eine Wahrnehmung, dass eine Ukraine vor den Grenzen Russlands, die demokratisch ist, die westlichen Werten anhängt, die ein anderes Modell darstellt für ein Volk, was ja eigentlich dem Russischen so ähnlich ist, eine Gefahr ist für die Herrschaft Putins und für sein autokratisches Modell. Das heißt, je erfolgreicher die Ukraine in ihrem Bestreben ist, sich dem Westen anzunähern und von Russland zu entfernen, desto größer wird sie als Bedrohung für Putin, aber nicht aus quasi territorialen Aspekten. Es geht nicht um Territorium, sondern es geht um die Idee einer freien, unabhängigen Ukraine, in der Demokratie herrscht und dass das überschwappen könnte. Ich gründe meine Überlegungen da zum Beispiel auf die Reaktion Putins, als er wieder ins Amt kam, nachdem Medvedev kurz das Ruder übernehmen durfte. Und die Massenproteste, die es dann gab in Moskau und in anderen Teilen des Landes und wie die brutalst zurückgeschlagen wurden und wie seitdem wir eigentlich beobachten, wie in Russland, und wir haben das lange übersehen, wir wollten das nicht sehen, eine zunehmende Autokratisierung stattgefunden hat. Es gab ein Gesetz, ein Foreign Agent Gesetz, ausländische Akteure in Russland, die mussten sich melden, NGOs mussten sich melden, die politischen Stiftungen, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Adenauer-Stiftung. Es gab ein Mediengesetz in Russland, sowieso sehr viel Zensur, aber auch sehr viel staatlich gelenkte Medien, die versuchen, eine Vielzahl von Erklärungen in den Raum zu werfen, sodass man verwirrt davor steht und nichts mehr stimmt. Und es gab eben zunehmend ein repressives Regime. Fall Nawalny ist Ihnen allen geläufig, Nemtsov ist Ihnen allen geläufig, der Tiergartenmord ist Ihnen allen geläufig. Wenn ich da mal kurz einhaken darf.
Sie haben sich ja sehr, sehr früh auf die Seite derer gestellt, die sagen, wir müssen die Ukraine nach dem Überfall mit Waffen unterstützen. Mhm. Haben die Zeitenwende sehr früh als sehr zögerlich in der Umsetzung kritisiert und haben jetzt häufiger also auch zu schweren Waffen gerufen. Ist das denn die Lösung oder ist das zumindest der richtige Weg, die Ukraine massiv aufzurüsten, um diesen Konflikt zu beenden? Sagen wir mal, ich habe schon 2014 nach der Annexion der Krim einen Artikel geschrieben. Deswegen würde ich auch sagen, ähnlich selbstbewusst wie Herr Donani, ich hatte damals auch recht. 2014, wir dürfen die Annexion der Krim nicht hinnehmen, weil was da passiert, ist nur ein Anfang. Und wenn wir Putin nicht stoppen, dann wird das weitergehen. Insofern, wenn ich auf die Geschichte gucke nach 2014 und feststelle, es geht weiter, würde ich sagen, ich hatte auch recht. Ich glaube, wir streiten nachher darüber, warum es so gekommen ist, und das ist auch, auch gut so. Aber mein Argument ist ja, dass Putin militärische Gewalt, anders als wir, nicht als letztes Mittel begreift, nicht als sozusagen Scheitern der Politik. Ein Krieg ist für Putin nicht das Scheitern der Politik. Es ist auch nicht die schlechtmöglichste Welt, sondern ein Krieg hat Putin schon oft dazu verholfen, seine Interessen durchzusetzen. Er ist so an die Macht gekommen, wenn wir uns den Zweiten Tschetschenienkrieg noch mal vor Augen führen. Die Kriegsführung hat damals seine Herrschaft stabilisiert. Der Krieg in Syrien hat er seine politischen Interessen letztendlich mit militärischen Interessen durchgesetzt. Die Krim-Annexion 2014, die kleinen grünen Männchen im Donbass, die Separatisten, wie man sie nannte, all das waren Mittel, die ihm seine Ziele ermöglicht haben. Und jetzt ist das wieder so. Und ich habe nach 2014 gesagt, in Georgien war es auch so, wenn Putin nicht Grenzen gezeigt bekommt und wenn er nicht lernt, dass Krieg zu führen nicht ein gutes Ergebnis für Russland bringt, dann wird er diese Methode immer weiter anwenden. Ist ja logisch. Wenn man damit Erfolg hat, warum sollte man es verhindern? Jetzt vielleicht noch kurz zu den Waffen. Ich habe gedacht in der ersten Woche, dass die Ukraine innerhalb von Tagen überrannt wird. Ich habe gedacht, dass die Ukraine keine Chance hat. Ich habe jeden Morgen auf mein Handy geguckt und auf die Ticker-Nachrichten und geguckt, gibt es Kiew noch. Aber dann hat man ja relativ schnell gesehen, dass die Ukraine durch westliche Hilfe, durch amerikanische Hilfe, aber auch durch europäische Hilfe, durch deutsche Hilfe, sich nicht nur behauptet hat, sondern dass es gelang, im Norden und in Kiew Russland zurückzuschlagen, dass die russischen Truppen sich in den Süden und in den Osten zurückziehen mussten, dass es gelang, ja, Menschen vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren, dass man, als man in Butscha angekommen ist, gesehen hat, was da angerichtet wurde und dass man, ich glaube, alle hier, also ich weiß nicht, wer von Ihnen das vorausgesehen hat, aber dass es dann in Kharkiv und Cherson weiterging und dass Russland mittlerweile mehr als 50% des Territoriums, die sie erobert haben, wieder abgeben musste und dass in diesen Gebieten jetzt keine Leute leben, die deportiert werden, die vergewaltigt werden, die verschleppt werden, die ermordet werden, finde ich sehr positiv. Und deswegen finde ich, ja, es ist sinnvoll, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen, immer mit Augenmaß, immer bedacht, so wie der Kanzler das auch zunehmend ja, beherzt auch tut. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Herr von Donani, Sie sind ja mit der Entspannungspolitik von Willy Brandt groß geworden. Wenn Sie heute sehen, wie laut die Rufe nach immer mehr, nach immer schwereren Waffen sind, können Sie die Rufe verstehen und was halten Sie selbst davon? Ich halte etwas davon, dass ein Land bereit ist und berechtigt ist, sich selbst zu verteidigen. Ich war überhaupt nicht überrascht, dass die Ukraine die Russen zurückgeschlagen haben, weil ich wusste, offenbar im Gegensatz zu Ihnen, dass seit dem Versuch der USA, die Ukraine in die NATO zu bringen, seit 2008, eine massive Aufrüstung der Ukraine durch die USA stattgefunden hat. Eine massive Aufrüstung. Und zwar nicht nur in der Menge, sondern im Wesentlichen in dem, was für die Ukraine heute so ungeheuer wichtig ist. Russland, das sieht man ja an dem Verlauf des Krieges, ist keine Angriffsmacht. Das können die gar nicht. Die sind eine Verteidigungsmacht, immer gewesen in ihrer Geschichte. Immer in ihrer Geschichte.
Die sind nicht dazu geeignet, andere Länder zu erobern. Die sind nicht dazu geeignet, in fremden Ländern Krieg zu führen. Die Amerikaner haben da ganz andere Erfahrungen und sind eine ganz moderne Armee, die in der Lage ist, in Irak, in Syrien und so weiter Kriege anzufangen. Im Übrigen, was Sie über Syrien sagen, ist ja sehr merkwürdig, denn in Syrien hat ja nicht Russland den Krieg angefangen, sondern hat sich auf die Seite von Assad gestellt, also seines Verbündeten. Und deswegen hat der wissenschaftliche Dienst, Assad den Krieg gewonnen. Deswegen hat der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, für den Sie ja mal gearbeitet haben, gesagt, in diesem Falle hätten die USA das Völkerrecht gehalten und Russland, das Völkerrecht gebrochen und Russland das Völkerrecht gebrochen. Weil die USA dürfen an und für sich nicht eine Aufstandsarmee mit Waffen unterstützen, das ist nicht erlaubt nach UNO-Recht, wohl aber ist es erlaubt, einen Verbündeten zu unterstützen. Und deswegen, was Sie gesagt haben über Ihr Erstaunen, dass die ukrainische Armee so schlagkräftig war. Sie sehen das ja heute wieder. Die Ausbildung, die Fähigkeit der Soldaten ist das einzig Wichtige. Die Soldaten auf dem Boden, die also nicht mit all den technischen Fähigkeiten ausgestattet und geschult worden sind, sind im Grunde genommen nicht in der Lage, einen modernen Krieg zu führen. Ich glaube, wenn wir, Herr Iken, uns allzu lange, sage ich das mal, vielleicht mit den Fragen, wer hat was angefangen und warum, aufhalten würden, das ist natürlich möglich, aber es führt uns vielleicht nicht wirklich weiter. Und Herr Paulsen, ich möchte Ihnen etwas in Erinnerung bringen, was ich gerne in Ihrer Einleitung gehört hätte. Sie haben auf 1815 verwiesen. Wissen Sie, wer da maßgeblich am Tisch saß? Das werden Sie sicher gleich sagen. Ja, der besiegte Talleyrand. Die große Kunst, warum der Frieden in Wien hergestellt werden konnte, weil man nicht den Gegner gehasst hat, weil man wusste, man muss miteinander zusammenarbeiten. Und die größte Gefahr, die ich gegenwärtig sehe, ist diese völlig unsinnige Art, wie mit Putin umgegangen wird. Völlig unsinnig. Putin hat den Krieg angefangen, das ist richtig, aber ihn als einen Schlechter, als einen Kriegsverbrecher zu bezeichnen, während es völlig selbstverständlich war, dass mit den 10-fachen oder 15-fachen Toten im Irakkrieg Präsident George W. Bush natürlich kein Kriegsverbrecher war. Das durfte er, weil es sind ja nur Iraker mit einer anderen Haarfarbe als vielleicht die Ukrainer. Das finde ich ungeheuerlich. Ja, ungeheuerlich. Und deswegen meine ich, wir müssen wirklich Sine Ira et Studio mit kühlem Kopf über diese ganze Lage nachdenken und versuchen, sie zu verstehen. Also ohne quasi Waffenlieferungen, die jetzt weitergehen, als das, was wir gesehen haben. Ja, also die Waffenlieferungen, wissen Sie, ich rede so ungern über Sachen, an denen ich genau weiß, dass ich nichts ändern kann. Also es ist, die Amerikaner werden diese Waffen liefern und sie werden immer weitergehen und sie werden das immer weiter austesten, an welcher Stelle es eventuell wirklich gefährlich wird und sie werden versuchen, wie es so schön heißt, Russland zu besiegen. Der Besiegte wird ja nicht von der Erdkruste verschwinden. Russland bleibt eine geografische Einheit. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Wir kennen das aus der eigenen deutschen Geschichte. Das besiegte Deutschland, dem konnte man zwar irrtümlicherweise in die Schuhe schieben, du hast den Krieg alleine angefangen, 231 Versailler Vertrag, ein großes Verbrechen an den Deutschen und ein großer Fehler, weil es nicht so war. Weil sogar der britische Premierminister David Lloyd George 1922 gesagt hat, wir sind da gemeinsam hineingeschlittert. Aber man hat es Deutschland in die Schuhe geschoben und am Ende ist daraus dann auch Adolf Hitler entstanden aus dem Versailler Vertrag, hat eine große Rolle gespielt für den Aufstieg der Nazis. Also ich bin deswegen der Meinung, man musste mit Russland so umgehen, dass Russland weiterhin ein Partner bleibt. Und man muss mit Russland so umgehen, dass man mit Russland einen Frieden schließen kann.
Und insofern bin ich nicht für die ständige Lieferung von Waffen, die möglicherweise dazu führen, dass Russland dann auf dem eigenen Territorium auch noch von ukrainischen Waffen getroffen werden kann. Das halte ich für eine große Gefahr, eine Gefahr für uns, eine Gefahr für Europa. Lassen Sie mich hinzufügen, keine Gefahr für die USA. Keine Gefahr. Also in all den Kriegen, die die USA in Europa oder im Nahen Osten oder im Fernen Osten geführt haben, klirrte keine Fensterscheibe in den USA. Klirrte keine Fensterscheibe in den USA. Und insofern komme ich auf meinen Punkt nationale Interessen und mein Buch, wo ich versucht habe klarzumachen, dass eine Abhängigkeit in Sicherheitsfragen von einem anderen Land, das ungefährdet ist, wenn man selber am Untergang steht, ja, keine gute Option ist. Ich glaube, Frau Pöderin, da muss ich Ihnen gar keine Frage stellen. Da haben Sie eben schon gezuckt und wollen. Ja, das muss ich. Ja, das ist ja, das ist ja mein Job hier. Natürlich. Nicht nur Ihr Job, das ist auch Ihre Überzeugung. Das ist viel wichtiger. Ich möchte nur auf ein paar Sachen reagieren. Einmal, ich finde es immer so schön, wenn man Willy Brandt nimmt. Ich bin ein großer Bewunderer von Willy Brandt. Und den sozusagen, ja, hypothetisch dem entgegenstellt, was gerade passiert. Den habe ich doch gar nicht zitiert. Nein, aber nee, die Frage, aber der Moderator. Aber ich habe sie nicht beantwortet. Nein, aber ich beantworte sie jetzt. Und ich wusste, warum. Genau, und warum? Nämlich, weil unter Willy Brandt der Verteidigungshaushalt der Bundesrepublik damals fast 4% betrug. Weil die Basis für die Ostpolitik, die Willy Brandt gewagt hat, eine bis unter die Zähne bewaffnete Bundeswehr war, die wehrfähig war, fest eingebunden im westlichen Bündnis und sozusagen kaltstartfähig. All das, was heute fehlt, war die Bundeswehr damals und hatte, wie gesagt, einen Verteidigungshaushalt, der mehr als doppelt so groß ist wie der, den wir jetzt haben. Ich finde die Behauptung, dass Russland keine Angriffskriege führt, da weiß ich gar nicht, was ich darauf sagen soll. Ich weiß nicht, ob Sie mal im Baltikum waren, im Museum für Besatzung und sich, also ich empfehle das jedem. Es gibt im Baltikum in den Hauptstädten Riga, Vilnius wunderbare Museen. Ich war gerade in dem in Vilnius, da gibt es, das heißt Museum für Besatzung. Sie lernen da sehr viel über die deutsche Besatzung, aber noch viel mehr über die sowjetische Besatzung in diesen Ländern und die Wahrnehmung in diesen Ländern. Meine Großmutter kommt aus Polen, hat, glaube ich, auch immer ein anderes Bild von Russland gehabt, als dass es keine Angriffskriege führt. Ich glaube, ein Land, was 11 Zeitzonen hat und ein so gigantisches Land ist, es ist ja nicht von ungefähr so gekommen. Und russischer Imperialismus ist eine Tatsache, über die wir reden immer vom amerikanischen Imperialismus, den es auch gab, zu Recht reden wir darüber, oder den es auch noch gibt, aber den russischen Imperialismus, den lassen wir immer nonchalant vom Tisch fallen. Das finde ich eine große, große Sünde. Ich glaube, dass auch solche Vergleiche immer, der Irakkrieg und jetzt, was die Amerikaner damals im Irakkrieg gemacht haben, und deswegen ist das, was die Russen jetzt in der Ukraine machen, in irgendeiner Weise verständlicher oder gerechtfertigter. Man muss doch sagen, das, was die Amerikaner im Irakkrieg gemacht haben, war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das war falsch und es sind unheimlich viele Menschen gestorben, sinnlos. Aber das rechtfertigt doch nicht, dass Russland später die Ukraine angreift. Also insofern finde ich diesen, wie man auf Englisch sagt, Whataboutismus, also so nach dem, man verweist auf etwas, was die Amerikaner gemacht haben, um nicht darauf einzugehen, was die Russen machen, finde ich sehr schwierig. Dass die ukrainische Armee so schlagkräftig ist, wundert mich nach wie vor, weil eben ganz lange keine Waffen geliefert wurden. Die Ukrainer haben sehr lange schon gesagt, wir wollen in die NATO. 2008 gab es dann diesen berühmten Gipfel, wo eigentlich kein Land außer den Amerikanern und noch genauer außer eigentlich George W. Bush selber mit ein paar Beratern wollte, dass das passiert. Die Deutschen und die Franzosen haben sich damals dagegen gestellt. Es gab einen Formelkompromiss. Aber dann gab es in der Ukraine eine andere Regierung, wo die NATO-Ambitionen der Ukraine vom Tisch genommen wurden. Es wird immer vergessen, dass 2014, als die Krim annektiert wurde, die Ukraine
keinerlei Ambitionen hatte, in die NATO zu kommen. Es war in ihrer Verfassung ein neutrales Land. Der Maidan ist ausgebrochen über ein EU-Assoziierungsabkommen, nicht über die NATO. Wird immer wieder vergessen. Dann gab es sehr viele Wünsche der Ukrainer, aber nach 2014 hat sich die Politik der Ukraine dann geändert. Es gab den Wunsch, in die NATO zu kommen. Es gab vom Westen immer wieder Signale, dass das nicht passiert, dass man aber kooperieren könne. Angela Merkel persönlich hat sich sehr gegen diese Waffenlieferungen ausgesprochen, hat Barack Obama davon überzeugt, keine Waffen zu liefern. Und erst unter Donald Trump 2018 haben die Amerikaner Waffen geliefert. Heute würde ich sagen, Gott sei Dank hatten die Ukrainer Waffen in dem Moment, in dem sie angegriffen wurden. Aber die Verbindung zur NATO war, also das so darzustellen, als ob die Ukraine kurz vor der Mitgliedschaft stand, ist wirklich nicht den Tatsachen entsprechend. Wenn Sie sich an den Vorlauf des Krieges in der, jetzt gegen die Ukraine erinnern, ist unser deutscher Bundeskanzler wenige Tage vorher noch nach Moskau gereist, hat eine Pressekonferenz mit Putin gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern. Es war so ein Bild, die beiden standen nebeneinander und Scholz sagt zu Putin, die Ukraine, also wird keine NATO-Osterweiterung geben, solange wir beide im Amt sind. Bei Ihnen weiß man ja nicht, wie lange das sein wird, so ungefähr. Ich fand das noch ganz charmant vom Kanzler gesagt, aber er hat quasi öffentlich gesagt, dass es diese Osterweiterung nicht geben wird. Und eine NATO-Osterweiterung kann es nur im Konsens geben aller Staaten. Es entscheidet nicht die USA. Es entscheidet zuerst einmal das Land, was beitreten will, einen Antrag zu stellen. Und dann entscheidet die NATO im Konsens. Das sind einfach Dinge, die ich finde, die wichtig sind. Und der letzte Punkt ist, ich glaube, niemand... Oder ich glaube, es gibt keine Einigkeit darüber in der westlichen Allianz, was das Ziel in der Ukraine ist und ob das Ziel in der Ukraine ist, die Ukraine darf nicht verlieren oder wir müssen Russland wirklich besiegen. Ich glaube, es gibt Stimmen, insbesondere in Polen und im Baltikum, die aus eigener Erfahrung sagen, wir müssen diese Gelegenheit jetzt nutzen, wir müssen Russland jetzt vernichtend schlagen. Aber weder die Amerikaner noch unsere Bundesregierung hier noch die Franzosen würden dem zustimmen und sind damit an Bord. Das ist ehrlich gesagt eines der ganz großen Probleme dieser Allianz gerade, dass nicht ganz klar ist, wie weit man eigentlich die Ukraine unterstützen möchte. Aber jetzt wäre es nicht eine wahnsinnige Chance für Russland, tatsächlich besiegt zu werden und so, ich finde, Deutschland nach 1945, vielleicht eine gewagte These, aber ich fand es verdammt gut, dass Deutschland diese völlige Niederlage hatte und sich als Land komplett neu erfunden hat. Ich glaube, der Abschied vom Imperialismus, wir haben das bei den Briten gesehen und den Franzosen, ist extrem schmerzhaft für eine Großmacht. Keine Großmacht trennt sich gerne von ihrem Gedanken des Imperiums, des Einflussgebietes. Auch die Deutschen hätten das nicht. Hätte Hitler gewonnen, hätten wir einen Deal mit Hitler gemacht, würden Sie dann alle jetzt hier so in so einem Land sitzen? Ich glaube, nein. Das ist ja fast schon... Die 1-Million-Euro-Frage, wie kann man diesen Konflikt beenden? Gott sei Dank hatte Adolf Hitler keine Atomwaffen, aber Sie haben eben aufgezuckt, Herr von Donani, als Frau Polieren sagte, eigentlich muss Russland diesen Krieg verlieren. Wird das es, die ja, gibt es ja. keine Mehrheit für. Naja, Sie gehören zu denjenigen, die glauben, dass Entwicklungen in einem Lande von außen aufgezwungen werden können. Nun bin ich, habe ich Schwierigkeiten, wenn Sie Russland als imperialistisch bezeichnen. Natürlich in seinem Innern besteht es aus vielen kleinen Einheiten und insgesamt gibt es, glaube ich, 50% von politischen Einheiten innerhalb des großen Russland, in denen Russisch nicht mal die erste Sprache ist. Aber zu glauben, dass ausgerechnet Russland imperialistisch in den letzten Jahren und Jahrzehnten gehandelt hat, scheint mir doch höchst gewagt. Also wenn ich mir die Kriege ansehe, die in der Welt geführt worden sind, da kann man doch gar nicht weggucken, wenn man das sieht, ob das nun Irak oder Syrien oder wo auch immer war. Also immer wieder waren die USA an der Spitze, haben und zwar ganz bewusst mit dem Ziel, dass man auf diese Weise Regierungen auch stürzen kann, zum Teil auch friedlich, aber doch mit, sage ich mal, einer Gewalt im Hintergrund, um auf diese Weise die sogenannten eigenen Interessen in diesen Ländern durchzusetzen. Also Amerika zu bezeichnen als ein nicht imperialistisches Land,
Das würde mir sehr schwer fallen, aber vielleicht kann ich da von Ihnen noch was lernen. Nur, ich würde gerne einen anderen Punkt in den Vordergrund bringen, nämlich, mir scheint, dass wir zu wenig wissen, und zwar alle, über das, was die Kräfte in Russland, die hinter Putin stehen und auch Putin selber wirklich wollen. Ich vermute, Sie haben die beiden oder das eine ganz dicke Buch von Oliver Stone gelesen. Haben Sie es gelesen? Hab ich gelesen. Ja. Und dann können Sie ja auch mir vielleicht bestätigen, dass Putin dort über die Ukraine ganz anders spricht. Er sagt, die Ukraine kann ein selbstständiger Staat werden. Ja, die sind auch selbstständig und wir respektieren das auch. Aber er hat sich immer gewehrt zur Frage, die Ukraine in der NATO. Und dass die Ukraine unter amerikanischem Schutz mit amerikanischen Marines, also der Spezialtruppe der Amerikaner, an der russischen Grenze patrouillieren kann, das ist für einen Russen schwer erträglich. Besonders nachdem man ja dann selber jeden Puffer der Sicherheit verloren hat. Und das Zweite, was ich gerne, glaube ich, korrigieren möchte, Sie sagen, wenn Sie mit Litauern reden oder so, das war ein Angriffskrieg von Putin, dass er die besetzt hat. Nein, nicht von Putin. Nein, von der Sowjetunion. Genau. Ja, das war ein Angriffskrieg von der Sowjetunion. Aber das ist doch grundfalsch und ist doch historisch völliger Unsinn, wenn ich das mal so offen sagen darf. Hitler hatte einen Krieg gegen Russland begonnen. Diesen Krieg hat Hitler verloren. Gott sei Dank. Und die Russen sind nicht nur bis Berlin, sondern auch natürlich bis Litauen, Estland, Polen, Ungarn gekommen. Und wer hat diesen Weg der Russen so geöffnet? Nicht in erster Linie Stalin, sondern wenn Sie sich nochmal mit dem Jalta-Abkommen in Einzelheiten beschäftigen und das Buch, was es, oder die Bücher, die es darüber gibt, lesen, werden Sie feststellen, dass es nicht in erster Linie Stalin war, sondern Roosevelt, ein amerikanischer Präsident, der diesen Weg, also Churchill war skeptisch, aber Roosevelt hat gesagt, das ist richtig. Und am Ende von Jalta, also Jalta war im März 1945, und dann ist Roosevelt kurz vor seinem Tod vor den amerikanischen Kongress gekommen und hat zum amerikanischen Kongress gesagt, wir haben mit den Vereinbarungen von Jalta das sicherste Europa seiner Geschichte geschaffen. Es waren die USA, die Stalin so weit nach Westeuropa gelassen haben. Es war ein Westeuropäer Churchill, der skeptisch zugeschaut hat, und es war ein Westeuropäer de Gaulle, der es besser wusste, den man aber zur Konferenz in Jalta nicht hinzugezogen hatte. Also es waren die USA. Und wie oft, wie auch nach dem Ersten Weltkrieg, da hat ein ferner, aus fernen Landen kommender Präsident Woodrow Wilson entschieden, wo die Linie zwischen den Deutschen und den Tschechen in der Tschechoslowakei oder in der CSSR dann später gezogen werden sollte. Und da hat er entschieden, da müsste ein Korridor durch Deutschland gezogen werden, damit Danzig ein freier Hafen werden kann. Da hat er alles in Europa in die Hand genommen, was er konnte, insbesondere in Deutschland, und auch bestimmt, dass in Deutschland der Kaiser abdanken müsse, weil Deutschland so undemokratisch sei. Und da bin ich nun auch, da haben Sie vorhin ja auch hingewiesen, ganz anderer Meinung, dass wir die Demokratie erst nach 1945 geerbt haben. In dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, da wurden nicht wie in England die Könige vergiftet, um die Sache zu vererben, sondern da wurden die Kaiser gewählt, und zwar in einem ganz komplizierten und demokratischen Verfahren. Wir waren nicht sehr demokratisch auf der Bundesebene, weil es die nicht gab. Aber wir hatten einen Rechtsstaat auf den Ebenen der kleinen Staaten, die ja bis zu etwa 300 Staaten waren, bis Napoleon sie dann auf 30 reduziert hat. Aber wir waren dort wirklich ein Rechtsstaat. Und in gewisser Weise natürlich waren wir damals schon damals rechtsstaatlicher, als manches in Amerika heute rechtsstaatlich ist. Also wenn Sie sich mal vorstellen, dass der Präsident Biden kürzlich gesagt hat,
er müsse jetzt seine Kandidatur anmelden, damit er seine sogenannte War Chest, also seine Kriegskasse, für den Wahlkampf füllen könne. Und dafür brauche er 1 Milliarde Dollar. Wenn Sie sich das als demokratisches Vorbild und als Werte vorstellen, wenn wir schon über Werte sprechen wollen, dann wird einem doch ganz schaurig. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die These, wir hätten die Demokratie von den Amerikanern gelernt, die ist falsch. Die Nazis wurden besiegt, Gott sei Dank. Ich habe selber als 16-Jähriger, ja, ich mache gleich Schluss, ich habe als 16 oder 15 oder 14-Jähriger nachts mit Bum, Bum, Bum BBC gehört. Das war ja so, wie der Sender sich angezeigt hat. Ich war also ganz auf der Seite des Einmarsches der Amerikaner in Europa. Aber zu sagen, wir hätten die Demokratie erst von denen gelernt, das halte ich für grundfalsch und ein tiefes Missverständnis über die Geschichte Deutschlands. Gott sei Dank habe ich das nicht gesagt. Gott sei Dank. Wenn ich da mal ganz kurz reingreifen darf. Nein, aber ich möchte das kurz festhalten. Gott sei Dank habe ich genau das ja nicht gesagt, dass wir die Demokratie von den Amerikanern gelernt haben. Ich habe gesagt, dass uns diese totale Niederlage, unsere Großmachtfantasien, unsere Lebensraum im Osten, unsere wir wollen expandieren, diese Fantasien wurden uns genommen. Ich glaube, die Demokratie gab es auch schon vorher, ja, nicht zuletzt in der Weimarer Republik, sehr prominent. Ich glaube allerdings, dass die Attraktivität der Demokratie, zumindest in der Weimarer Republik, bei vielen eben nicht so besonders groß war. Deswegen eben die Sehnsucht nach einer autokratischen Führungsfigur wie Adolf Hitler. Ich wollte das nur sagen, weil ich gerne für Dinge in Haftung genommen werde und auch gerne kritisiert werde, die ich gesagt habe, aber nicht für Dinge, die ich nicht gesagt habe. Ja, vielen Dank. Als Moderator muss man ja immer ein bisschen die Uhr im Blick haben. Und wenn wir jetzt schon beim Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation sind, habe ich ein bisschen Sorge, dass wir dann wie bei Wetten, das früher überziehen. Aber da gucke ich ein bisschen drauf. Wir haben ja, das hatte vorhin Herr Paulsen schon gesagt, auch die Möglichkeit, Ihre Fragen hier mit zu beantworten. Und ich dachte vielleicht so zur Halbzeit ein kurzer Blick auf menti.com. Gibt es da Fragen, vielleicht gerade auch noch zum Ukraine-Russland-Konflikt? Weil sonst könnten wir das Thema dann gleich abarbeiten. Da hinten. Ja, wir machen gleich, erst machen wir Menti und dann kommt der Saal. Das war so ein bisschen der Versuch, das zu organisieren. Gibt es bei menti.com, das hat hier jemand im Genau, Blick? Also wir haben tatsächlich eine Frage allerdings zu China. Ja, da kommen wir gleich drauf. Dann würde ich vielleicht sagen, stellen wir das noch ganz kurz stellen zurück. Stellen wir das noch zurück, weil das wäre der nächste Aspekt, den wir ja, in dieser komplizierten Weltlage ansprechen würden. Dann würde ich sagen, machen wir es so, dass ich dann gleich weitermache und dann haben Sie nachher auch Zeit, Ihre Fragen zu stellen, denn wir haben es ja schon in der Ankündigung gesagt, es gibt einige Konfliktfelder und wir können nur so ein bisschen versuchen rüberzugehen. Vielleicht haben Sie es gelesen, im Economist hat Henry Kissinger, der jetzt in den kommenden Tagen 100 wird und damit viel, viel älter ist als Klaus von Donani, vor einem dritten Weltkrieg gewarnt und zwar in Bezug auf... Aber schon lange, da war er fast so alt wie ich, da hat er schon da gewarnt, also das ist schon lange her. Jedenfalls hat Henry Kissinger gesagt, wir befinden uns in einer klassischen Vorkriegssituation, in der keine Seite viel Spielraum für politische Zugeständnisse hat. Er beschreibt damit ja diese permanente Eskalation in dem Konflikt zwischen der existierenden Weltmacht, den USA, und der aufkommenden Weltmacht China. Ist das eine Problemanalyse, die Sie teilen? Vielleicht fragen Sie jetzt mich? Serin, ja, wenn Sie mögen. Also ob es Spielraum für Zugeständnisse gibt von beiden Seiten. Oder erstmal vielleicht ganz plastisch, ob Sie auch die Gefahr eines dritten Weltkrieges sehen, vor dem Henry Kissinger warnt. Ach, wissen Sie, das ist immer so, sehen Sie die Gefahr eines Nuklearschlages, sehen Sie die Gefahr eines dritten Weltkriegs. Ich würde den Teufel tun, mich hier hinzusetzen und zu sagen, ich halte beides für ausgeschlossen. Natürlich ist das nicht ausgeschlossen. Ich würde in Risiken überlegen, in Wahrscheinlichkeiten und würde überlegen, wie kann ich verdammt nochmal alles tun, damit es nicht zu diesem dritten Weltkrieg kommt und damit es nicht zu einem Einsatz von Nuklearwaffen kommt, ohne mich dabei angstvoll in die Ecke zu verkriechen und mich selber abzuschrecken. Also insofern, ich finde das mit dem Dritten Weltkrieg immer etwas schwierig. Aber ich glaube, was Kissinger, wo er Kissinger einen sehr wichtigen Punkt hat, ist, dass wir in der Ukraine eine extrem verfahrene Situation haben. Also, wo beide Seiten tatsächlich wenig Spielraum haben. Aus ukrainischer Sicht ist es so, dass Präsident Zelensky
eben für sein Volk spricht. Und wenn Sie die Umfragen in der Ukraine lesen, gibt es Meinungsforschungsinstitute, die immer noch arbeiten, die können immer noch Umfragen durchführen, außer in den jetzt von Russland besetzten Gebieten und auf der Krim, dann ist die Bereitschaft der Ukrainerinnen und Ukrainer, Territorium aufzugeben für einen Waffenstillstand oder die Bereitschaft, Zugeständnisse zu machen, nicht besonders groß. Das liegt daran, weil in der Ukraine viele Leute, Freunde, Verwandte haben, die eben auf der anderen Seite der Demarkationslinie leben und dass die Bilder von Irpin und von Butscha und von Mariupol allgegenwärtig sind und dass man, wenn man in der Ukraine lebt, dann sind das eben keine abstrakten Zahlen von Menschen, sondern dann sind das Freunde, Brüder, dann sind das Lehrer, dann sind das vielleicht Menschen, die man von der Arbeit mal gekannt hat. Und deswegen müssen wir, glaube ich, verstehen, warum es für einen demokratisch gewählten Präsidenten wie Zelensky schwierig ist. Er kann nicht einfach machen, was er will, sondern er braucht eine Mehrheit im Parlament für Zugeständnisse. Und ich glaube, dass wenn Zelensky überhaupt anfangen wollte, jetzt nach Irpin und Butscha nochmal zu verhandeln, es zumindest ein Zeichen geben müsste von Russland, zumindest bis zu den Grenzen des 24. Februar sich zurückzuziehen, um überhaupt einen Ausgangspunkt für Diskussionen zu haben. In der Ukraine ist die Sorge sehr groß und das ist genährt aus der Erfahrung 2014, dass wenn man jetzt sich einlässt auf einen Waffenstillstand, dass das für Russland nur eine Atempause bedeuten würde und dass es ein Luftholen wäre, ein Wiedererstarken der russischen Armee, bis man wieder losschlagen könnte. Das ist die große Sorge. Dafür möchte die Ukraine zu Recht Sicherheitsgarantien. Im Westen gibt es viel Rhetorik über Sicherheitsgarantien, aber nicht wirklich einen Konsens in der NATO, zum Beispiel die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Oder ich habe auch noch nicht das Land gesehen, das gesagt hat, wir geben so eine Artikel 5-Garantie für die Ukraine. Auf russischer Seite, ganz kurz, ist das Problem aber auch sehr stark, dass Putin sein Regime, sein Handeln, seine Existenz so eng mit der Ukraine verknüpft hat. Und das bringt mich zu einem Punkt. Putin hat ja gesagt, das größte Unglück ist der Zerfall der Sowjetunion. Also nochmal zum Imperialismus, der Zerfall der Sowjetunion, das größte Unglück. Und es geht gar nicht so sehr um das Einverleiben, sondern um die Kontrolle. Stichwort Belarus als Vasallenstaat oder Georgien, wo man einfach Kontrolle hat. Das ist quasi das Modell, wie man Einfluss ausüben will. Aber Putin hat sein Schicksal so eng mit der Ukraine verknüpft, dass ich auch da, ganz ehrlich, und das besorgt mich auch, weil natürlich ich für Waffenlieferungen bin, aber ein Putin, der bereit ist, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, ist für mich auch jetzt noch nicht wirklich erkennbar. Und wie wir ihn dahin bekommen, da müssen wir alle Energie drauf setzen, auch mit Ländern, anderen Akteuren arbeiten, der Türkei, China, Brasilien, Südafrika, wer auch immer sich anbietet, um das zu erreichen. Aber dass beide gefangen sind, jeweils in ihren Positionen und für Verhandlungen nicht bereit sind, einen Schritt aufeinander zuzumachen, das glaube ich schon. Das gilt ja auch für die USA und China untereinander, weil da haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass aus diesem Chimerica quasi einem Bündnis, wo man dachte, das wird ein gutes Ende nehmen, sich diese beiden Staaten schon entflochten haben und die Konflikte permanent zunehmen, Taiwan als Bedrohung, dass da unter Umständen das passiert, was Putin vor einem Jahr in der Ukraine vorgemacht hat. Ist das der nächste Konfliktherd China-USA, Herr von Donner? Es ist ja schon heute ein Konfliktherd. Und ich glaube auch, dass Sie in dieser Beziehung den Kissinger nicht ganz richtig zitiert oder verstanden haben. Kissinger ist für die Aufnahme der Ukraine in die NATO jetzt. Nein. Das ist ja was anderes. Da können wir auch drüber reden. Ich wollte jetzt aber über China reden. Das ist auch. Nein. Ich will diesen Punkt noch mal ganz kurz nehmen, weil der vielleicht. Das kann auch vielleicht ein kluger Vorschlag sein. Weil, wenn man nachher verhandeln will, muss man ja auch etwas geben können und etwas nehmen können. Und wenn Putin dann am Ende die Ukraine nicht in der NATO haben würde, aber dafür Gelände
Tausch machen würde, wäre das möglicherweise ein Ansatz für einen Friedensvertrag. Das sagen kluge Militärs. Übrigens finde ich interessant, wie viele Generale ich in letzter Zeit sich habe öffentlich äußern sehen in diesem Konflikt. Ich kann jetzt 5, könnte ich aufzählen, die also von Herrn Kujat angefangen, dem ehemaligen Chef der NATO in Europa, der gesagt hat, wir müssen unbedingt verhandeln und so weiter. Aber Kissinger, um darauf zurückzukommen, Kissinger sieht ja die Hauptgefahr nicht in der Ukraine, sondern als ein ablaufendes Thema, was er nicht richtig behandelt findet, aber das Hauptproblem ist für ihn China und die USA. Weil in China und den USA spielt sich etwas Ähnliches ab wie das zwischen England und dem Deutschen Reich vor 1914. Die Weltmacht Großbritannien hatte es schwer zu sehen, dass Deutschland eine aufsteigende Macht war. Und es war schwer für die Weltmacht England, Platz frei zu machen. Die Deutschen hatten ja nur den Platz an der Sonne gewollt und mehr ja nicht. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel, wenn man mal bedenkt, wie groß ein Strand sein kann. Wenn man rausguckt. Aber, ja, aber jetzt in der Sonne, ja. Aber das Kissingers Besorgnis ist der Konflikt zwischen China und den USA. Und ich glaube, dass diese Besorgnis auch berechtigt ist, weil die USA im asiatischen Raum mit China dasselbe machen, was sie mit Europa und der Ukraine gemacht haben. Sie haben die Ukraine so lange aufgerüstet und so lange in Stellung gebracht als NATO, bis dem Putin der Kragen geplatzt ist und gesagt hat, wenn ich das dulde, wie soll ich dann da innenpolitisch das überstehen, amerikanische Marines an meiner Grenze patrouillieren und so weiter. Das war für ihn ein Sicherheitsproblem. Und die USA sind gegenwärtig dabei, Taiwan massiv aufzurüsten, weil die Regierung in Taiwan das für richtig hält. Wir hatten bisher eine Ein-China-Politik. Das hieß, Taiwan ist getrennt, aber doch am Ende gehört es zu China. Als ich 1973, als nach Scheel, der war damals Außenminister, war der Erste, der China besuchte, ich war der zweite Bundesminister. Und mein Gastgeber war Deng Xiaoping. Unvergesslich, dieser Mann, unvergesslich. Sehr klein, so ein Kerl und von ungeheurer, packender Intelligenz. Und dann haben wir auch über das Thema Taiwan, damals Formosa, geredet. Ich habe das übrigens in meinem schönen Buch geschrieben, um das Buch nochmal zu erwähnen. Und, es gibt auch einen Büchertisch. Liegt draußen. Ja, es gibt einen Büchertisch dahin. Und dann hat Deng Xiaoping so zu mir gesagt, ach, wissen Sie, die waren schon mal 100 Jahre von uns weg, die kommen wieder. Die waren schon mal 100 Jahre von uns weg, die kommen wieder. Und das ist die Ein-China-Politik, die an sich von der chinesischen Volksrepublik, also von Rot-China, immer verfolgt worden ist, auch mit Hongkong. Aber natürlich können Sie da nicht dulden, dass gleichzeitig dort in diesen Teilen etwas aufgebaut wird, was nicht nur demokratisch ist, das haben Sie ja mit Hongkong ertragen, sondern eben auch am Ende dann gegenmobilisiert wird gegen China und zum Teil auch militarisiert wird. Also Taiwan wird gegenwärtig massiv aufgerüstet, das können Sie überall nachlesen. Und deswegen, wenn Sie mich fragen, was kann da passieren? Es kann passieren, dass Xi, der chinesische Chef, sich die Entwicklung in der Ukraine angesehen hat und sagt, wie lange soll ich warten, dass es nicht mehr geht? Wie lange soll ich warten, dass es nicht mehr geht? Dass am Ende vor meiner Nase, 100 Kilometer entfernt von meinem Hauptland, eine amerikanische Bastion aufgebaut wird, wo doch Amerika sagt, wir wollen die alleinige Weltmacht bleiben und wir wollen nicht, dass China sozusagen heranrückt an eine vergleichbare Weltmachtposition. Und deswegen fürchte ich, hat Kissinger mit seinen Überlegungen sehr recht.
wenn wir nicht oder wenn die USA nicht, wir haben ja nichts zu sagen. Wir haben dann, fahren dann Zerstörer hin und der macht Winke-Winke an irgendeinem Hafen. Das ist völlig gleichgültig, völlig irrelevant, was wir in Asien tun. Schert keinen Menschen. Ja, schert keinen Menschen. Die Bayern. Das Einzige, was interessant ist, sind die Verhältnisse zwischen den USA, bezogen auf Japan und Australien und alle anderen Pazifikanrainer, die da also sich mit engagieren, aber doch nicht Europa und Deutschland. Aber die Sorge, die man haben muss, ist, dass Xi ungeduldig wird und sagt, wie lange soll ich zugucken, dass dort Waffen, auch Fernwaffen, Raketenwaffen und so weiter aufgestellt werden, zum Schutze Taiwans, ja, aber am Ende auch nützlich gegenüber China, gegenüber der Volksrepublik. Und deswegen ist diese Politik der USA, die alleinige Weltmacht bleiben zu wollen, ohne bereit zu sein, zu sehen, dass man nicht für immer der einzige Starke ist. Das gilt im Business genauso wie in den internationalen Beziehungen. Und deswegen verweist Kissinger auf die Vorkriegsverhältnisse in Europa 1914, auf das Versagen britischer Politik einzusehen, dass Deutschland mit dem Platz an der Sonne ja ein bisschen was auch haben will. Dann hatten wir schon verzichtet auf genauso viele Zerstörer oder schwere Schiffe, Schlachtschiffe zu bauen, hatten da auf 13 uns bezogen und die Engländer konnten 16 haben. Das war ja alles schon vereinbart. Aber es behagte dem Weltreich Großbritannien nicht, dass da einer auch kommt, der eventuell zur Weltmacht wird. Übrigens, ein Vetter von dem späteren Franklin D. Roosevelt, der hochbegabte Theodore Roosevelt, auch Präsident, der hatte schon zum Ende des 18. Jahrhunderts gesagt, Deutschland ist die zukünftige Macht und wir müssen wissen, dass es die einzige Macht, mit der wir uns messen müssen. Es war also eine Konstellation, die nicht unähnlich war der heutigen Situation. China, die aufsteigende Macht, möglicherweise sogar mit einem stärkeren Potenzial als die USA aus der Bevölkerungsseite her, geografisch sehr viel ungünstiger gelegen, aber eine aufsteigende Macht. Und die Fähigkeit, die wir in dieser Welt heute brauchen, ist die Fähigkeit einzusehen, was man kann und was man nicht kann, was man sollte und was man nicht sollte. Und dass zum Frieden auf dieser Welt die Anerkennung der Interessen, mein Buch, dass die Anerkennung der Interessen auch der anderen Seite wichtig ist. Es sind nicht nur meine Interessen, es sind nicht nur Deutschlands Interessen in der EU, es ist auch Frankreichs Interesse, was wir kennen müssen, auch Spaniens Interesse, auch Italiens Interesse, auch Griechenlands Interesse. Es ist eine große Kunst, mit den Interessen anderer umzugehen. Und wenn die anderen groß werden und so mächtig wie China ist, von der Bevölkerungsseite her und auch von dem offenbar gezeigten Potenzial, umso wichtiger ist es, mit diesem Land so umzugehen, dass es nicht davon ausgeht, dass ich selber, dass Amerika selbst die einzige Weltmacht bleibt, wie es amerikanische Politik eindeutig heute ist und auch erklärte Politik der USA. Also das ist die Gefahr, auf die Kissinger hingewiesen hat, das ist nicht die Ukraine, sondern die Ukraine ist eine kleine Brandfackel in der Situation. Die große Gefahr ist, dass man sich mit China anlegt und dass es da zu einer unlösbaren Situation kommen kann. Frau Bollerin, Sie haben kürzlich in einem Aufsatz geschrieben, als es darum ging, wie wir mit China umzugehen haben, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, die Beziehung zu China genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine der großen Lehren aus der verfehlten deutschen Russlandpolitik ist, dass Wandel durch Handel zumindest bei autokratischen Systemen nicht die gewünschten Effekte hat. Das haben wir nie geglaubt mit Russland. Übrigens, die Regierung Brandt, wenn ich das kurz sagen darf, hat nie von Wandel durch Handel gesprochen, niemals. Sondern es war Annäherung, die wir wollten, und Wandel durch Annäherung und nicht durch Handel. Wir können ja mal kurz festhalten, dass ich auch mit Herrn von Donani übereinstimme an diesem Abend. An manchen Stellen. Das ist harmonisch. Nur ganz kurz. Ja, aber machen Sie es doch länger. Ich finde, ich,
Ich finde, also Amerika und China ist eine eigene Geschichte. Ich finde, wir sollten uns jetzt mal gedanklich nach Europa bewegen und Europa und China in den Blick nehmen. Und da gibt es Unterschiede. Ich glaube, diese Großmachtrivalität, von der Herr Donani gesprochen hat, ist bei uns anders. Sie als Europäer oder auch die Europäische Union hat, glaube ich, nicht per se Angst vor dem Aufstreben einer anderen Macht. Stellen Sie sich als Gedankenexperiment vor, China wäre von ihren Werten, ob man die jetzt gut findet oder schlecht findet, ob die eingehalten werden oder nicht, so wie die USA, dann wäre das aus europäischer Sicht kein Problem, wenn man zwei Großmächte hätte, die beide demokratisch verfasst sind und wo man denkt, na, kommt man halbwegs mit zurecht. Unser Problem als Europäer ist deswegen aber nicht kleiner, sondern fängt da an, wo unser nationales Interesse und das chinesische nationale Interesse nicht übereinstimmen. Das ist der zweite Punkt, wo ich mit Herrn Donani völlig d'accord gehe. Der Fokus auf nationale Interessen ist wichtig, sowohl auf unsere als auch zu verstehen, was will denn der andere. Und es gibt in Herrn von Donanis Buch eine Passage, wo er sagt, es gibt die Gefahr, gerade in Deutschland, Wunschvorstellungen zu folgen, ohne die langfristigen Konsequenzen zu bedenken. Das finde ich sehr richtig. Wenn ich mir jetzt aber China angucke, und zwar China insbesondere ab 2013, ab der Machtübernahme von Xi, dann sehe ich ein anderes China, und zwar ein sich veränderndes China, was in eine Richtung strebt, die für uns Europäer keine gute ist. Wenn Sie Reden lesen von Xi Jinping, dann sehen Sie, dass es ein mehr und mehr nach außen gewandtes China ist, was globalen Einfluss nehmen will, was das globale System nach chinesischen Vorstellungen verändern will. Sei es in den Vereinten Nationen, also quasi Marsch durch die Institutionen, ein sehr deutsches Konzept, sei es auch zum Beispiel durch eine unfassbare Aufrüstung. China hat heute die größte und fähigste Kriegsmarine, stärker und fähiger als die der Vereinigten Staaten. Es gibt ein wahnsinniges Aufrüstungsprogramm, was in China seit Jahren abläuft, was auch zum Beispiel nuklear weiter ausbaut. Dass es Szenarien gibt, dass wenn China in dem Tempo jetzt weitermacht, bei 2030 China da ist, wo die USA und Russland heute sind. China möchte, und da gibt es Strategien, zum Beispiel Made in China 2025 oder auch die Dual Circulation Strategie, die das für jeden nachlesbar offen darlegen. China möchte die Abhängigkeiten, die das Land selber hat, von internationalen Importen verringern. Es möchte autark werden, es möchte unabhängig werden von Technologietransfers, von Know-how-Transfers, von Rohstoffen, möchte aber gleichzeitig, und das ist erklärte Regierungspolitik, die Welt abhängiger von China machen. Xi hat das 2020 so ausgedrückt. Er hat gesagt, die Abhängigkeit der internationalen Produktionsketten von China verschärfen, um ein starkes Gegensteuerungs- und Abschreckungspotenzial zu schaffen. Wenn Sie sich angucken, was China heute macht in Afrika, im Mittleren und Nahen Osten und auch mitten in Europa, zum Beispiel durch den Kauf von Häfen, ich weiß, hier ein sehr unpopuläres Thema, dann ist das ein gezieltes Einflussnehmen in der ganzen Welt auf eine Art und Weise, die erstmal für viele in Europa sehr lange ungefährlich daherkam. In der Eurozonenkrise haben die europäischen Regierungen gerade in Südeuropa das chinesische Kapital begrüßt und ihre Infrastruktur ausverkauft. Die Sorgen, die damit verbunden waren, kamen erst später. Zum Beispiel jetzt in Afrika, wo viele Länder an ihrer Kooperation mit China zweifeln, weil China die Rohstoffe aus dem Land holt, keine Arbeitsplätze schafft, die Umweltstandards nicht beachtet und viele in Afrika mittlerweile sagen, ganz ein guter Partner ist es doch nicht. Also entkoppeln als Lösung? Nee, aber niemand redet ja von entkoppeln. Das ist auch so eine Chimäre. Niemand redet von entkoppeln, noch nicht mal die Amerikaner. Entkoppeln ist so eine Chimäre in der Debatte. Es geht um ein gezieltes Minimieren von Risiken, Entschuldigung. Von kritischen Abhängigkeiten. Zum Beispiel wussten Sie, dass, also wir sind ja jetzt ganz auf die erneuerbaren Energien. Wussten Sie, dass, wenn Sie so ein Solarpanel auf Ihr Dach bauen, dass die kritischen Rohstoffe, die da drin sind, in Teilen zu 98% aus China kommen? Und wenn es um die einzelnen Komponenten geht, zum Beispiel Wafer-Produktion,
dann werden die nicht nur zu 98% in China produziert, sondern auch noch in einer Provinz, nämlich in Xinjiang. Und das ist das, wovor ich zum Beispiel Sorgen habe. Also, dass wir, oder bei Windturbinen, es gibt ein großes Projekt, Offshore-Windkraft, Borwin 6. Da werden Konverter in diesem Windpark verarbeitet, mit dem sie, chinesische Technologie, theoretisch diesen ganzen Windpark lahmlegen können, und zwar aus der Ferne. Davor habe ich Sorge. Ich habe Sorge vor, dass wir irgendwann dastehen und merken, wir brauchen für unsere Elektroautos und die Batterien Lithium. Und dann wollen wir wegdiversifizieren und dann gehen wir nach Chile, das machen wir nämlich gerade, und dann stellen wir die Chinesen waren schon da und die haben schon alle Minen aufgekauft. Das ist die Sorge, die ich habe. Ich will mich nicht entkoppeln, das können wir gar nicht. Für unseren Markt Wahnsinn, Selbstmord. Ich will, dass wir bewusst uns anschauen, was möchte China, was ist der Einfluss, was bedeutet das für uns Europäer und wo müssen wir eigenständiger werden, wo müssen wir sicherstellen, dass wir andere Zulieferer haben, dass wir unsere Rohstoffe woanders herstellen oder woanders her importieren, dass wir vielleicht kritische Infrastruktur selbst im Land herstellen oder, das heißt auf Neudeutsch, Friendshoring irgendwie von anderen Partnern, die quasi unsere Werte und Interessen teilen, dass wir es von denen beziehen. Wobei das ja auch, und da hat Herr Donani ja einen Punkt auch mit der Wertebasiertheit auch immer, ich bin auch besorgt, was die Amerikaner 2024 machen. Aber trotzdem dieser Gedanke, wir gucken, dass wir uns unangreifbarer machen als Europäer. Und das hat für mich erstmal mit den Amerikanern gar nichts zu tun. Ich glaube, Herr von der Nahen, da gibt es Konsens, oder? Da würden Sie jetzt zustimmen. Naja, ich frage mich gerade, ob es Konsens gibt. Ich würde sagen, nur zum Teil. Zum Teil stimme ich natürlich zu, dass es zweckmäßig ist, dass in dieser globalisierten Welt man gleichzeitig schaut, wie weit man auch seine eigene Unabhängigkeit in der Versorgung des eigenen Landes, also der Verantwortungsbereiche, für die man steht, sichern kann. Das ist völlig richtig und das gilt übrigens auch innerhalb der EU, solche Dinge. Das ist auch ein nationales Interesse. Wir haben auch ein Interesse daran, dass wir beteiligt werden an bestimmten Dingen. Aber der ganze Vortrag, den Sie hier eben gehalten haben, Ihre ganze Rede zu der Frage, dass China auf dem Wege ist, sich international auszubreiten und Geländegewinne zu machen und Einfluss zu gewinnen, habe ich immer gedacht, Sie sprechen über die USA. Das genau machen die USA ununterbrochen. Das machen die USA seit Jahrzehnten, dass sie in der Welt Einfluss nehmen, indem sie ökonomisch, indem sie zum Beispiel bereit sind, Deutschland, das entschieden hat, wir wollen gerne eine Versorgung einer Pipeline, Nord Stream 2, haben, weil sie uns nicht nur sicherer gibt, wenn nämlich in der Ukraine die Dinge nicht mehr funktionieren. Gleichzeitig haben wir ja versichert, dass wir nicht weniger beziehen aus der Ukraine, wenn es dort geht. Und dann wollten wir ja auch uns eine neue Pipeline bauen für eventuell Wasserstoff, für grünen Wasserstoff. Und das haben die USA doch einfach sanktioniert und wollten es doch, dass wir das abschaffen, dass wir das nicht machen dürfen. Wer ist denn hier derjenige, der immer versucht, Einfluss auf die Welt zu nehmen? Glauben Sie im Ernst, dass die USA nicht daran interessiert sind, überall in der Welt Macht auszuüben, um ihre Interessen durchzusetzen? Und wenn Sie mein kleines Büchlein da nochmal angucken, dann habe ich ja gesagt, dass ich das auch sogar verstehe. Es ist ja nicht mein Punkt, die amerikanischen Interessen zu kritisieren. Mein Punkt ist, dass wir sehen müssen, was diese Interessen sind und ob sie mit unseren übereinstimmen. Und ob, wenn die Amerikaner ein bestimmtes Interesse zeigen in der Welt, ob das dann auch deutsches oder europäisches Interesse ist. Das ist meine Frage. Und deswegen, ich habe immer gedacht, jetzt Sie sprechen eben über die USA. Sie haben gezeigt, da will ein Land wie China mächtig werden, Einfluss ausüben, stark werden. Und da sage ich, ja, so ist das. Ja, so ist das. So machen das die Amerikaner seit langem. Seit 100 oder 120 oder 150 Jahren versuchen sie das zu tun. Das ist völlig in Ordnung. Ja, nur müssen wir darauf achten, dass wir nicht unter die Walze kommen. Das ist der einzige Punkt. Und China wird das versuchen in Asien und wir sollten sehen, dass das auch gefährlich wird, wenn das mit den USA kollidiert. Das ist gefährlich. Deswegen hat Kissinger recht.
Die wichtigste Frage ist, und er verweist ja sogar auf den entscheidenden Punkt. Er sagt, der nächste Krieg wird in erster Linie über Artificial Intelligence geführt werden. Und es müsste zwischen China und den USA eine Vereinbarung geben über Artificial Intelligence und der Use von Artificial Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Entschuldigung, ich bin ja ein großer Freund der Amerikaner, im Gegensatz zu dem, was mir immer unterstellt wird. Man würde nicht drauf kommen. Wissen Sie, ich bin ein großer Freund davon, ich muss jetzt hier mal einen kleinen Punkt machen, weil das sind die Interessen des Publikums, nicht der USA und auch nicht von China, dass Sie noch mal Ihre Fragen stellen können, weil sonst kriege ich nachher Prügel, wenn ich hier nur mit Ihnen gesprochen habe, aber Sie nicht gefragt habe. Und deshalb würde ich gerne, wenn das für Sie in Ordnung ist, ich glaube, es kommen auch noch viele Fragen, wo Sie den Gedanken weiterspinnen können, dass wir jetzt Ihre Fragen in den verbleibenden 20 Minuten noch mal schnell zu Wort kommen lassen. Es geht, glaube ich, auch jemand rum mit dem Mikrofon, oder machen wir das genau, so? Genau, ich würde vielleicht einmal ganz kurz die zwei Fragen, die wir jetzt, beziehungsweise wir haben ja eine schon gehabt vorher, ja. Jetzt würde ich noch eine zweite mit reinnehmen, dann die thematisch vielleicht passt, und dann würden wir einmal rumgehen. Die erste wäre an Frau Pulierin. Welche Werte und Interessen gibt es in der deutschen China-Politik und wie kann eine China-Strategie aussehen, die beides vereint? Und dann noch mal eine zu Russland an Herrn von Donani. Mich wundert, wie viel Verständnis Herr von Donani für Putin zeigt und dies in Anbetracht der vehementen Kriegsführung gegen die Zivilbevölkerung. Wie rechtfertigen Sie das? Und jetzt würde ich einmal mich hier in den Raum begeben. Wollen wir erst so 3-4 Fragen sammeln oder wollen wir die beiden erstmal abarbeiten? Vielleicht erstmal die beiden Fragen abarbeiten und dann gehen wir rum. Das sind ja jeweils konkrete Fragen an Sie beide und dann sammeln wir. Sie fangen mal an mit beiden Fragen und dann gehe ich da auf. Ich hab nur die erste. Eine. Ich glaube, ich bin hier nicht im Ruf, dass ich zu positiv über Putin war. Also ich glaube, die zweite Frage. Genau, die zweite Frage geht an Sie, Herr von Donani. Ja, die China-Strategie, da sind wir schon wieder beim Thema. Ja. Genau. Aber vielleicht noch mal zurück zu den USA, weil ich ja anfangs sagte, natürlich haben die USA und China einen Großmachtkonflikt und natürlich gucken die USA anders als China, als Europa. Mir ging es ja nur darum zu sagen, wie sollten wir auf China gucken? Wir könnten auch noch mal eine ganze Runde dazu machen, wie sollten wir auf die USA gucken? Da bin ich nämlich durchaus dafür, dass wir uns auch da eigenständiger machen und wappnen für all das, was da noch kommen mag. Aber nochmal wieder zurück zu China. Ein Zitat aus dem Jahre 2013 von Xi. Als er ins Amt gekommen ist, ist er bei einem Parteikongress der Kommunistischen Partei, hat er eine Rede gehalten und sagte, der letztliche Untergang des Kapitalismus und der Endsieg des Sozialismus ist notwendigerweise ein sehr langer geschichtlicher Prozess. Herr von Donani hat ja auch schon gesagt, die Chinesen denken gerne in sehr, sehr, sehr großen Zyklen, aber wir sollten uns davon verabschieden, dass China ein Land ist, was in irgendeiner Weise in unsere Richtung geht. Und da war ja mal das Verständnis durchaus Leitstern unserer Politik. China als verlängerte Werkbank, wenn wir China quasi zum Kapitalismus bringen, das haben Sie nie gesagt, nein, das haben aber viele deutsche Politiker gesagt, dann wird China so wie wir. Ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden, deswegen müssen wir mit dem China umgehen, wie es da ist, und nicht mit dem China, wie wir es uns wünschen. Und bei der China-Strategie ist der Punkt so, dass in Deutschland vielfach immer noch der Glaube da ist, es ist im Prinzip die Marktlogik, die bestimmt, weil wir so denken, weil wir oft die Außenpolitik eines großen DAX-Konzerns machen. Zum Beispiel, wenn wir billige Energie aus Russland kaufen wollen und sicherheitspolitische Bedenken, zum Beispiel bei Nord Stream 2, völlig außer Acht lassen. Bei China ist es auch so, dass wir immer noch denken, die Chinesen brauchen unseren Markt auch. Die sind angewiesen auf Wirtschaftswachstum, die können ihr Modell nur aufrechterhalten, wenn sie quasi gute Beziehungen zu uns haben. Ich rate Ihnen dringend, sich nochmal anzugucken, wie die China-Politik jetzt in der Covid-Pandemie war, wie restriktiv diese Zero-Covid-Politik war, wie abgeschottet sich China hat und wie sehr der Primat der Politik und die Kontrolle über das Land überwogen hat vor jedweden marktwirtschaftlichen, wir schneiden uns hier selber ins Fleisch, wir schädigen unsere Wirtschaftsinteressen. Die chinesische Politik unter Xi ist unter einem Primat der Politik und nicht unter einem Primat der Wirtschaft. Das sollten sich Konzerne wie BASF oder auch Volkswagen sehr genau anschauen. Der BDI, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, haben das sehr genau verstanden. Trotzdem, und jetzt komme ich zur China-Strategie, um die Frage zu beantworten, haben wir natürlich ein enormes Interesse, mit China weiter Handel zu betreiben. Deswegen sollte Teil dieser Strategie sein, uns anzugucken, wo können wir von China
profitieren und wo nicht. In der Autoindustrie ist es zum Beispiel so bei Volkswagen, dass die Chinesen die Deutschen jetzt abgehängt haben, was den Verkauf von Autos in China betrifft und dass die deutschen Autohersteller von den Chinesen lernen, wie man Elektroautos baut. Das heißt, dieser Technologietransfer ist umgedreht. Ich finde, wir müssen aufpassen, in welche Form der Abhängigkeit wir uns begeben. Und ich finde auch, ja, wenn wir jetzt mal zum Thema des Abends kommen, Werte und Interessen, ich finde auch, dass es ein Aspekt unserer Politik sein muss, welche Werte China lebt oder nicht lebt. Ich finde, wir müssen uns über Zwangsarbeit in China unterhalten, über die Lager von Xinjiang, über einen Überwachungsstaat und müssen deswegen realistisch auf China blicken. Ich würde trotzdem auf jeden Fall dazu raten, eine gesunde Balance von beidem zu haben. Und für mich ist diese Idee, wie von der Leyen die eigentlich hatte, mit der Risikominimierung der richtige Weg. Also wir gucken uns an, wo sind wir abhängig, wenn es um Rohstoffe geht? Wo sind kritische Technologien? Bei der Kommunikation und 5G hatten wir es lange nicht auf dem Schirm. Was ist passiert, wenn man China, ein Überwachungsstaat, in unsere Telekommunikationsnetze lässt? Deswegen würde ich eine Balance finden zwischen, so wie es auch eigentlich in der EU-Strategie von 2019 festgeschrieben wurde, Partner noch immer da, wo man partnerschaftlich zusammenarbeiten kann, beim Klimawandel, bei der Bekämpfung des Klimawandels. Auch jetzt zum Beispiel, ich finde auch, man sollte jegliche Bemühungen, die China hat, im Blick auf die Beendigung des Krieges in der Ukraine, erstmal unterstützen. China hat jetzt eine Rolle übernommen im Nahen Osten in der Vermittlung von Iran und Saudi-Arabien. Warum kann man nicht China da erstmal in die Verantwortung nehmen und sagen, ja gut, dann sorgt mal für Stabilität und Frieden. Aber China ist ein systemischer ein Wettbewerber. China ist im knallharten Wettbewerb mit unserer Wirtschaft und China ist ein systemischer Rivale. Dieser Begriff kommt auch nicht aus dem Westen, sondern wurde auch 2013 in China von Xi Jinping geprägt, als er nämlich sprach von Kapitalismus und Sozialismus und wir werden als systemischer Rivale auch von China gesehen. Und deswegen ist es für mich eine gesunde Mischung, nicht mehr Abhängigkeit von China. Wenn man ein Unternehmen 40% oder 50% Abhängigkeit von China hat, ist das viel zu viel, kann man nie wegdiversifizieren, muss man dringend von wegkommen. Ja, vielen Dank. Die Frage an Sie, Herr von Donani, lautete, warum haben Sie noch so viel Verständnis für Putin angesichts der Verbrechen in der Ukraine? Ja, ich kann aber das mit China doch so nicht stehen lassen. Meine Hoffnung war, dass noch ein paar Fragen gestellt werden können. Deshalb wollte ich so ganz sanft die Richtung. Ich kann es aber ganz kurz beantworten. Ganz kurz. Aus meiner Sicht. Also, ich stimme Ihnen ja zu, man muss in der Globalisierung immer dafür sorgen, dass man nicht abgeschnitten werden kann durch das willkürliche Verhalten eines anderen Landes. Das gilt für China, das gilt für die USA, die uns auch abgeschnitten haben in manchen Fragen. Also da muss man aufpassen, dass man sozusagen sein eigener Herr so weit wie möglich in der Globalisierung bleibt. Zweite Bemerkung. Wir sind keine Systemwettbewerber mit China. Ich konkurriere nicht mit einem kommunistischen Land, das Leute unterdrückt. Das ist kein Konkurrent. Wir müssen unsere Sachen gut machen und müssen unsere Sachen zeigen, wie wir sie können. Aber wir können doch nicht annehmen, dass wir mit China eine Konkurrenz, sage ich mal, in irgendeiner Volksschule machen können. Nein, aber in Afrika zum Beispiel. Das ist dann wieder Wirtschaftspolitik, richtig. Also da muss man aufpassen, dass man sich nicht zum Beispiel mit einem griechischen Hafen wie Piräus völlig abhängig macht auf der Nord-Süd-Strecke von China. Das ist völlig richtig. Aber das sind ganz andere Gesichtspunkte, aber ich empfinde mich doch nicht als Systemkonkurrent. Wenn Sie sagen, wir sind ein Wirtschaftskonkurrent, das ist sicher richtig. Aber ein Systemkonkurrent mit einem Kommunisten bin ich doch nicht. Das ist doch völlig naiv. Also das können wir doch gar nicht. Wir haben doch nicht Lust, uns mit solchen Leuten über Ideologien mit Kommunisten zu streiten. Die machen was ganz anderes und am Ende können wir Glück haben. Also, ich habe ja auch den Fall der Mauer nicht vorhergesehen, wie Sie alle auch nicht. Aber ich muss ja sagen, am Ende einer gewissen Politik der Sicherung von Verständigung und von immer mehr sozusagen Basis der Verständigung hat dann
Bundeskanzler Kohl aufbauend, wie er selbst gesagt hat, auf der Politik von Willy Brandt am Ende das Vertrauen von Gorbatschow bekommen, um die deutsche Wiedervereinigung und den Fall der Mauer produktiv zu gestalten. Also so dumm ist das nicht. Aber das ist keine Konkurrenz gewesen. Ich habe doch nicht das Gefühl gehabt, dass wir mit der Sowjetunion konkurrieren im System. Niemals. Ja? Da hätte ich mich doch geschämt. Das ist doch nicht meine Liga. Das ist doch nicht meine Liga. Mit Kommunisten und Konzentrationslagern zu konkurrieren, das ist nicht meine Liga. Also nein, das habe ich nicht. Das wollte ich Ihnen nur sagen, da bin ich ganz anderer Meinung. Wir sind keine Systemkonkurrenten mit China. So, aber wir müssen aufpassen, dass die nicht zu viel Einfluss auf uns haben. Jetzt wollen Sie sagen, ein Wort zu Putin. Ja, auf die also Frage Putin, hin. Putin hat natürlich einen Krieg begonnen, der nach meiner Meinung, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, also oder in meinen vielen Artikeln noch nicht im Buch, dass das ein Verbrechen ist. Ich habe andererseits auch in meinem Buch geschrieben, dass es Voraussetzungen gab für diesen Krieg, die auf westlicher Seite mitgeschaffen worden sind. Im amerikanischen Recht, ich bin ja in Deutschland voll ausgebildeter Jurist und in den USA auch. Also ich kenne mich gut im amerikanischen Recht aus. In diesem sogenannten Law of Torts, also dem Schadensrecht, gibt es eine Regel, die in Deutschland schwer verständlich zu machen ist. Das heißt, die heißt Last Clear Chance. Das heißt, derjenige ist mitschuld an einem Unfall, der eine letzte Chance hatte, ihn zu vermeiden. Und Putin hat im Dezember 21 gesagt, ich möchte unbedingt über die Ukraine verhandeln. Und die Amerikaner haben gesagt, wir können mit euch über Abrüstung verhandeln, und gesagt, nicht über die Ukraine, das kommt nicht mal auf die Tagesordnung. So. Und ich behaupte, das ist meine tiefe Überzeugung, dass eine Chance vertan wurde, mindestens die Position des Westens zu rechtfertigen, ja, oder aber ja, sogar den Krieg zu verhindern. Und dass der Westen damals ohne, also die USA, ohne uns zu fragen, ohne mit uns abzustimmen, und ich sage mal ganz leise, weil der Olaf Scholz ja ein Mitglied meiner Partei ist, wenn Angela Merkel damals noch Kanzlerin gewesen wäre, wäre sie in der Nacht aufgebrochen, um mit Biden über diese Frage zu reden. Das weiß ich. Und sie hätte das gemacht. Und das war eine so gefährliche Situation, dass man in diesem Augenblick ja, sagte, wir verhandeln nicht mal darüber. Die Truppen waren schon aufgerückt. Ja? Wir gucken das nicht mal an. Das ist wirklich eine Sünde auf der westlichen Seite. Und deswegen kann der Westen sich auch von dem Ukraine-Krieg nicht völlig freisprechen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und ich weiß, dass da jetzt gerne eine Widerrede käme, aber ich möchte jetzt noch zumindest zwei, drei Fragen von Ihnen hören und auch beantwortet wissen. Ich hoffe, kurz beantwortet. Vielleicht fangen wir hier vorne an, machen dann da weiter und da hinten die dritte Frage. Wir sammeln jetzt erstmal alle und schauen, dass wir da schnell eine Antwort finden. Vielen Dank. Was ich signifikant finde, dass eine der Ursachen des Ukraine-Konfliktes ausgeblendet wird. Und zwar die verfehlte Nationalitätenpolitik im Vielvölkerstaat Ukraine, wo Selenskyj ganz vehement gegen die russischsprachige und russische Bevölkerung vorgegangen ist. Der große Demokrat. Das wird ausgeblendet, gar nicht thematisiert. Vielen Dank. War jetzt mehr ein Statement als eine Frage, aber können wir gleich darauf eingehen. Die nächste Frage war einfach eine Reihe dahinter, vielleicht kurz mit Namen, und dann habe ich da hinten noch. Ich nehme das als Frage, ja? Ich würde das gerne beantworten. Ja, klar. Also die Frage war jetzt gerade eben zum Teil beantwortet worden von Ihnen, Herr von Donani, welche Möglichkeiten haben denn unsere deutschen Politiker überhaupt auf Verhalten von Putin einzugehen? Wem hört er eigentlich zu? Also hört er einem Olaf Scholz zu, wie das gerade eben vermutet worden ist? Also Olaf Scholz war irgendwo mit Putin zusammen im Fernsehen zu sehen. War das ein Gesprächspartner überhaupt für Putin? Ist Olaf Scholz ein Gesprächspartner für Putin? Ist die NATO demokratisch? Ist die politisch, sagten Sie, die NATO ist politisch demokratisch? Das sind zumindest Demokratien, die da Mitglied sind. Aber das, was die NATO macht, ist ja nicht demokratisch entschieden, schon gar nicht militärisch. Einstimmig. Konsensprinzip. In der NATO? Am besten, bei militärischen Fragen
Wird die NATO von einem Land dominiert und nicht von der Demokratie? Und dann haben wir hinten noch eine Frage und dann würden wir versuchen, die hier schnell zu beantworten. Das ist ein etwas weiterer Weg da hinten, aber Sie kommen auch zu Wort bei uns. Und für alle Fragen, die Sie heute nicht mehr gestellt bekommen, können wir vielleicht auch ein kleiner Werbepart auf unsere Kolumne verweisen, die Herr von Donani und ich jeden Freitag im Hamburger Abendblatt haben. Da können wir die Fragen aufgreifen. Ja, ja, das ist doch sehr gut, Herr. Wir zusammen, wir regeln die Welt. Das ist das. Ja. Ja, wie der Krieg mit welchem Ergebnis er zu Ende gehen soll, das wurde nicht angesprochen und ist vielleicht auch nicht zu beantworten. Aber ich wage mal die Prognose, das Ende, das, was dann verhandelt werden kann zunächst, wird nicht weit von dem entfernt sein, was bei den Minsker Verträgen ja vereinbart war und was von der Ukraine nicht eingehalten wurde. Und als ich auf diesem interessanten Vortrag, nicht Veranstaltung in Handelskammer war, zur Sicherheitskonferenz, da habe ich diese Frage gestellt und da sagte Herr Heusgen, die Ukraine, also der Zelensky hätte keine Mehrheit dafür bekommen. Also das war ich zu bezweifeln. Also kluge Leute sagen, die meisten Kriege wären zu verhindern gewesen. Und dieser auch. Ja, das hatten wir eben schon als Thema. Ich glaube, Ihre Frage ist angekommen. Ja, also jetzt fangen Sie mal an. Ich habe mir jetzt mal ausnahmsweise auch Notizen gemacht. Sonst bin ich ja so wehrlos hier. Genau, die Rolle der NATO und die Demokratie. Ich fange mal an mit der Ukraine. Es ist ja eines der, ich habe so ein schönes Büchlein mitgebracht. Ich habe es jetzt nicht mit reingebracht. Empfehle ich Ihnen sehr. Gwendolyn Sasse ist eine der führenden Osteuropa-Wissenschaftlerinnen, hat ein Buch geschrieben, die Ursprünge des Krieges in der Ukraine. Geht sehr weit zurück bis in die frühen 90er Jahre und räumt da sehr schön mit diesem Mythos auf, wie die Ukraine eigentlich so zerrissen ist und sozusagen ja kein einheitliches Bild und die Unterdrückung des Ostens. Zelensky ist ein russischsprachiger Präsident. Seine Muttersprache ist Russisch. Er ist ein russischer jüdischer Präsident, der gewonnen hat seine Wahl, weil er sich für die Aussöhnung tatsächlich mit Russland stark gemacht hat. Er hat gesagt, er will einen Deal mit Putin. Dass das so schrecklich schief gelaufen ist, liegt, glaube ich, nicht unbedingt daran, dass Zelensky plötzlich ein anderes Geisteskind geworden ist, sondern dass das Interesse Russlands, einen wirklichen Deal mit der Ukraine zu machen, wo die Ukraine weiter gewisse Rechte durchsetzen kann. Und damals, glaube ich, ging es gar nicht primär um die NATO-Mitgliedschaft. Denn auch das noch nur kurze Fußnote, weil hier, man konnte das verhindern, bevor Scholz mit Putin vor die Presse getreten ist, war Scholz in Kiew und hat mit Zelensky geredet. Und da hat Zelensky auch bei einer öffentlichen Pressekonferenz gesagt, die NATO-Mitgliedschaft ist für die Ukraine ein ferner Traum. Es ist eine Legende zu sagen, es gab da keine Diplomatie und es ist nichts passiert, aber dazu komme ich gleich. Das mit der russischen Sprache, es stimmt, dass nach 2014 Einschränkungen erlassen wurden, Gesetze erlassen wurden, die sind aber wieder rückgängig gemacht worden. Es gab viel Protest und was stimmt ist, dass es ermuntert wird, sozusagen ukrainisch zu sprechen, ukrainisch als Staatssprache. Zelensky spricht zunehmend oder hat in den Monaten mehr und mehr nur noch ukrainisch gesprochen. Aber zu glauben, dass Zelensky seine eigene Muttersprache canceln würde, ist, glaube ich, absurd. Die NATO nicht demokratisch. Die NATO ist ein Verbund von demokratischen Staaten. Grundlegende Entscheidungen werden einstimmig getroffen. Dass sich die Amerikaner nicht immer durchsetzen, sehen Sie Bukarest 2008, als George W. Bush die Ukraine unbedingt aufnehmen wollte in die NATO und einen Membership Action Plan verabschieden wollte. Deutschland und Frankreich haben ein Veto eingelegt. Es ist bis zum heutigen Tag nicht zu dieser Aufnahme gekommen. Auch jetzt gerade gibt es sehr viel Streit in der NATO, ob man beim Vilnius-Gipfel im Juli der NATO irgendeine Form noch mal erweitert. Also 2008 gab es ja dann diesen Formelkompromiss, so dieses wird irgendwann mal.
Ob man da noch was nachlegen soll, auch da gibt es sehr viele Länder, diesmal auch die Vereinigten Staaten, die dagegen sind. Also die NATO ist ein sehr lebhaftes Forum von Debatten, von Austausch und mitnichten ist es, dass die USA da alles bestimmt. Letzter Punkt zu Putins eigentlichen Zielen und hätte man verhandeln können. Lesen Sie doch bitte alle mal, gibt es im Internet zu finden, googeln Sie mal russische Vertragsentwürfe 17. Dezember 21. Da hat die russische Föderation der NATO und den Amerikanern zwei fertig formulierte Verträge, über die nicht verhandelt wurde, sondern die sozusagen das letzte Wort der Russen waren, auf den Tisch gelegt. Da wollen die Russen, da geht es gar nicht so sehr um die Ukraine, da geht es um eine Rückabwicklung der NATO, Osterweiterung militärisch bis auf die Grenzen von 1997. Es geht um die Stationierung von westlichen Waffensystemen, also zum Beispiel amerikanische Atomwaffen, zum Beispiel hier in Deutschland, die abgezogen werden wollen. Und es geht im Prinzip um die Zementierung eines Abkommens wie in Jalta. Das ist nämlich das, was die Russen immer wieder als positives Beispiel anführen, wo man sich doch hinsetzen könnte, Osteuropa quasi abtrennen könnte, russisches Einflussgebiet, westliches Einflussgebiet. Dazu war der Westen in der Tat nicht bereit. Es gab sehr viel Abstimmung innerhalb des Westens. Die amerikanischen, die britischen Geheimdienste haben seit ungefähr Oktober 2021 den Krieg nicht nur, die haben nicht nur gesagt, es könnte passieren, sondern die haben gesagt, dieser Krieg wird passieren, der wird kommen. Mehr und mehr, wenn Sie im November in den USA waren, haben Sie das gehört so. Und es gab, gab sehr viele Diplomatie zwischen Scholz und Biden und Absprache. Und es gab die Wiederbelebung des Normandie-Formates von Frankreich und Deutschland, wenn Sie sich daran erinnern, den Versuch von Macron und Scholz noch dieses Format wiederzubeleben. Die Panel-Diplomatie von Scholz in Kiew und Moskau. Also es gab durchaus Bestrebungen, mit den Russen zu verhandeln. Vielen Dank. Herr von Donani, Sie haben das Schlusswort, Ihre drei Fragen. Also, dass die Ukraine im Jahr 21 im Dezember keine Rolle gespielt hätte. Nein, aber in den Verträgen, langsam, ja. Ergibt sich ja schon daraus, dass das falsch ist, weil die Amerikaner gesagt haben, über diesen Tagesordnungspunkt verhandeln wir gar nicht. Das heißt, die Russen haben den angemeldet, wollten den haben, das war der ganze Grund, der Kernpunkt war, Ukraine und NATO und das andere war Außengelände, über das man auch sprechen konnte. Aber das war die Kernfrage. Zweitens, die Ukraine hat natürlich am Anfang große Fehler gemacht, weil sie mit der Sprache die Russen ins Gedränge gebracht hat und auch im Donbass. Ja, zum Teil, ich habe ja auch Leute gesprochen, die mich angesprochen haben, wie schlecht es ihnen damals gegangen ist, weil ihnen sogar die russische Sprache auch in den Ämtern verboten worden ist. Aber das hat sich dann ja auch wieder geändert oder zum Teil geändert. Ich glaube, dass wir darüber nachdenken müssen, dass und uns informieren müssen, wer ist eigentlich die richtige Adresse. Ist Putin die richtige Adresse für die Beendigung des Krieges? Ich sage ausdrücklich nein. Die einzig wirksame Adresse für die Beendigung des Krieges ist Washington. Das ist die einzige Adresse, die zählt. Wenn die Amerikaner heute sagen würden, wir wollen verhandeln und wir wollen verhandeln unter vernünftigen Bedingungen, gäbe es Verhandlungen. Und das ergibt sich daraus, dass der israelische Ministerpräsident im März des Jahres 22 schon einmal hingegangen ist und gesagt hat, ich möchte verhandeln. Und dann hat er einen vorläufigen Konsens zustande gebracht. Und da ist der Zelensky, der sogar fast zugestimmt hatte, aus den USA gestoppt worden. Die einzige Adresse ist die USA und wir haben nicht diskutiert über die langfristigen geopolitischen Interessen der USA auf dem eurasischen Kontinent, die man ja nachlesen kann und die es gibt und die heißen in einem Satz formuliert, wir Amerikaner brauchen den Brückenkopf Europa für unsere Weltmachtposition und zu diesem Brückenkopf gehören vier Länder. Zentral vier Länder, Frankreich, Deutschland, Polen und die Ukraine. Das können Sie bei dem Autor, der sich mit dieser Sache zentral auseinandergesetzt hat, bei Brzezinski, in einer Zeichnung sehen, auf der Seite 85 oder 86 seines berühmten Buches The Grand Chessboard. Also das ist die Zielsetzung der USA und
Dazu brauchen sie die Ukraine. Das ist ein Baustein in ihrer Einkesselung von Russland. Und das haben die Russen auch so verstanden. So. Der nächste Punkt ist die NATO demokratisch? Nein, sie könnte es auch gar nicht sein. Die ist ein Militärbündnis und das kann man nicht demokratisch führen. Das wäre auch ein großer Fehler. Militärbündnisse müssen schnell entscheiden können. Also sie besteht, da haben Sie völlig recht, aus demokratischen Ländern, aber selber kann sie nicht demokratisch sein. Dann, wie wird das Ganze enden? Das Ganze endet wie zwischen Israel und den Palästinensern. Es wird kein Ende geben. Und selbst wenn es einen scheinbaren Waffenstillstand gibt und einen scheinbaren Frieden, wird es gegenseitigen Terrorismus geben. Das alles haben beide Seiten gesät. Das wird die Ernte sein. Über ein Jahrhundert in Europa, wenn es so lange Europa noch geben wird, in dem es keinen Frieden dort geben wird. Wir haben Russland verbannt als europäisches Land. Wir haben Russland in eine Lage gebracht, in der wir selbst, anders als amerikanische Präsidenten, als Kriegsverbrecher vor ein Kriegsgericht zerren wollen. Ja, wir haben eine Haftstrafe für ihn ausgesetzt. Wir könnten meinen, wir hätten Russland überfallen. Man könnte meinen, wir hätten Russland überfallen. Ja, ja, aber verstehen Sie, ich sehe keine Chance, dieses völlig zerstörte Verhältnis zwischen dem Westen und Russland, was sich widerspiegelt in dem zerstörten Verhältnis zwischen der Westukraine und der Ostukraine und was sich widerspiegelt auch zwischen damit dem Verhältnis zwischen Amerika und Russland auf europäischem Territorium. Es wird in keiner Perspektive mehr gut werden. Also auf jeden Fall, ich sage das nicht in meiner Lebenszeit, weil die ist ja, wie Sie sehen können, relativ kurz, aber auch nicht in den bei jüngeren Leuten, die heute vielleicht 20 oder 15 sind. Es wird bleiben wie in Israel. Es wird bleiben wie zwischen den Israelis und den Palästinensern ein ewiger Kampf, eine ewige Unruhe, ein ewiger Streit, ein ewiger Terrorismus auf beiden Seiten. Und das, meine Damen und Herren, ist die Folge von Putins Angriff und der Versäumnisse des Westens, diesen Angriff zu verhindern. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Klaus von Donani. Vielen Dank, Jana Polerin. Ich denke, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter diskutieren, aber ich möchte nicht riskieren, dass die Ersten dann hier den Raum verlassen. Es wird viele Fragen geben, die wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren weiter. Ich glaube, wir hätten hier noch eine Stunde zusammengehalten. Das glaube ich schon. Ja. Das glaube ich schon. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und draußen steht ein Büchertisch von der Buchhandlung Cortes, wenn Sie einfach weiterlesen wollen, was Sie hier heute gehört haben. Vielen Dank.